Und damit willkommen zur F1 24 Hot Lap. Die Formel 1 ist diese Woche in Australien. Und wir blicken mal auf die Strecke. Abonniert gern kostenlos den Channel. Ich freue mich extrem. Und am Schluss gibt es auch noch meine Prediction für das Rennen. Hier aber mal kurz die Randdaten. Seit 1996 wird auf dem Obert Park gefahren. Die 1.20.2 hält Sergio Pérez seit 2022. 14 Kurven, 5 links und 9 rechts. Das ist eigentlich eh ausgewogen. Michael Schumacher hat hier die meisten Siege mit 4 an der Zahl und die meisten Poles hat Hamilton mit 8 und 5.278 Meter hat eine Runde. Ich freue mich extrem. Und hier noch einmal die Strecke, 5,2 Kilometer, 4 Kurven und das haben wir auch noch kaum auf der Strecke gesehen. 4 DRS-Zonen theoretisch, denn wir haben ja eine nicht durchgehende Zickzack-DRS-Zone, das bedeutet eigentlich 4 verschiedene DRS-Zonen. Nun geht's raus aus der letzten Kurve. Melbourne ist eigentlich ziemlich schwierig, denn es gibt viele Track Limits hier. Jetzt einmal Richtung Turn 1. Da gab es schon viele, viele Starts und auch viele, viele Season Begins. In der ersten Kurve müssen wir natürlich links aufpassen. Track Limits ganz, ganz schwer. Aber auch beim Exit aus Turn 2 muss man da rechts. Da darfst du halt nicht zu stark drüber gehen. Ich muss sagen, bin sehr gut gefahren. Am Ende sage ich euch natürlich auch, wie schnell meine Runde war. Und dann geht's runter. Da kannst du dich meistens nur an deinem Gegner dranarbeiten, nur nicht überholen. Hier wurde auch die Kurve überarbeitet vor einigen Jahren, dass man schneller und vor allem auch smoother durchkommt. Und das ist ihnen ziemlich gut gelungen. Kurve Nummer 4, das ist die E-Sports-Linie, sage ich meistens. Da kannst du wirklich weit drüber fahren. Beim Ausgang echt ganz, ganz gefährlich. Denn wenn du zu früh oder zu weit nach draußen kommst, bist das hier komplett weg. Dann hier runter, diese Passage wurde komplett erneuert mit auch dieser Mittelsektor, die Clark-Kurve. Komplett weggenommen. Es ist eine ganz smooth Erfahrung, hier durchzukommen. Knapp keine Track Limits. Wir sind schon in der 8. von 14 Kurven und das ist dann tatsächlich ja einfach nur smooth. Bis dann hier diese Zickzack-Kurve kommt. Messpunkt Sektor 2 ist vorbei. Und wir hatten hier bereits die dritte DRS-Zone. So, da hier rechts kannst du leicht den Körb schneiden. Wow, da küssen wir beinahe die Mauer. Und beim Rausbeschleunigen, guckt euch das mal an, die Präzision, wie wir hier, boah, das war wirklich ganz, ganz nah, aber perfekt. Und das vierte Mal darf ich den Heckflügel aufklappen, bis es dann hier in diese Spitzkurve geht. Die kann man eigentlich easy erwischen, nur nicht links zu weit raustragen lassen. Dann hier Full Speed, das ist einmal Lupfen und dann geht es hier wirklich sehr, sehr schnell schon durch mittlerweile. Das war damals kaum erdenklich und da hatte ich einen leichten Rutscher drinnen in Turn zwischen Turn 13 und 14, da war ich nicht ganz so sauber, als ich mir das Ganze gewünscht hätte, aus und jetzt in die letzte Kurve rein, ganze Strecke ausgenützt, knapp die Track Limits eingehalten und guckt euch das mal an, wie nah es hier tatsächlich neben die Strecke geht. Das war eine Runde hier am Obert Park in Melbourne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Meine Runde war eine 1.18.1 ist jetzt nicht die schnellste, aber meiner Meinung nach nicht zu langsam. Ist eine ziemlich smoothe Strecke und ich erwarte mir ehrlich gesagt auch ein sehr interessantes und spannendes Rennen vor allem. Denn wir hatten mit Red Bull natürlich vorne wenig Überraschung. Aber ich glaube gerade dahinter zwischen dem McLaren und dem Mercedes war es ja auch schon in Saudi-Arabien sehr knapp. Die Ferrari scheinen mir auch eher auf, ja sagen wir mal so, irgendwo fahren die im Mittelfeld, also zwischen Red Bull und Mercedes und McLaren. Ich sehe das sehr, sehr interessant. Ich finde es halt natürlich ein bisschen schade, dass man vorne nichts hat. Jetzt gehen wir aber allerdings mal auf meine Predictions ein und die besagen, auf den dritten Platz sehe ich ganz klar, auch wenn mich einige dafür haten oder irgendwie runtermachen werden, Sergio Pérez. Er hat zwar die letzten beiden Rennen richtig überzeugen können, war zwar wesentlich langsamer als Max Verstappen, aber dennoch war da kaum, Also da war wirklich wenig zu sagen, da war wirklich solide und hat halt wirklich seine Nummer 2 Fahrerposition eingenommen und wird da jetzt auch nicht mehr aufmucken. Auf den zweiten Platz sehe ich Charles Leclerc tatsächlich, denn Australien war immer eine Ferrari-Strecke und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass Charles Leclerc knapp vor Pérez ins Ziel kommen wird und natürlich, wie sollte es auch anders sein, Verstappen gewinnt das Ding, ich meine das beste Auto im Grid. Und der hat doch ordentlich Rückenwind der letzten, keine Ahnung, 20 Rennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Verstappen das macht. Leclerc wird Zweiter und Pérez Dritter. Ich bin unsicher, ob das so ausgeht, aber ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen. Denn so hatten wir mal
wenigstens einen spannenden Kampf um den zweiten Platz, wenn schon nicht der erste. Eventuell scheint noch einer aus, da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich sag, Verstappen gewinnt das Ganze vor Leclerc und dahinter wird Perez. Abonniert gerne den Channel, schaut auch gerne auf Instagram, iTunes-Gaming, auch gerne auf iTunes-Tobi auf TikTok vorbei. Und vor allem, wie gesagt, abonniert hier gerne kostenlos den Channel. Vielleicht soll es mal gewesen sein. Und falls ihr nicht genug von meinem Ernst bekommen könnt, schaut gerne auf TikTok vorbei. Ciao.